ein rascher Wechsel. X-Beliebige aus Wiener Neustadt räumen die Bühne für Willi Wormer aus Linz. Kurt, Peter, Julius und Christian stimmen ihre Instrumente. Rückblende. Ich bin einfach nach England gefahren im März 77 oder so. Und da habe ich irgendwo im Rocks oder so ein paar wilde Bands hier, und die haben alle so arge Haare gehabt. Da haben wir gedacht, das ist leibend, das ist noch keiner in Linz. Dann haben wir gedacht, das muss ich aber so ganz, aber das eh nicht durchzogen, das habe ich mir nicht getraut. Das war nur so ein bisschen so, ich war nur ein bisschen Punk in Linz, aber das war damals schon genug für Linz. Naja, ich habe schon Risse in die Hosen gehabt, aber sicher jetzt noch einmal gehabt. Ein paar Lederjacken gehabt, aber das war es eigentlich schon. Gibt es ein Leibwands Café in Linz am Brückenkopf, das heißt das Café Landgraf, und da gibt es eine Bühne dort in der 50er, also der Sigi Arndt und so gespielt. Da sind wir dann einmal hingegangen, weil die haben früher Tanzbands und so gehabt, und das Geschäft hat es aber nicht mehr gebraucht für den Wirt dort. Und jetzt haben wir gefragt, wo wir spielen sollen. Ich habe gesagt, wir bringen ungefähr 50 Leute oder so. Und der Wirt hat das dann getaugt, wie wir das erste Mal gespielt haben, weil da waren nicht 50 Leute, sondern fast 200 und so, und ein gutes Geschäft gemacht. Und das hat sich dann so eingerenkt, dass wirklich jeden Samstag was los war dort. Also. Früher habt ihr fast ausschließlich oder nur Englisch gesungen, jetzt habt ihr auch Deutsch genommen. Ja, Musik ist die gleiche, man ist noch immer sehr Englisch und beeinflusst von den Gruppen, was es in England gibt. Ich meine, UF-Gruppen und die alten Punk-Gruppen und so, und die Texte. Ja, die Texte sind von uns, und es ist sehr schwer, deutsche Texte zu machen, man, weil das meiste kommt ziemlich peinlich, wenn du das erste Mal singst und so. Man, überhaupt ist schwer, wenn du früher Englisch gesungen hast, dann von mir anfangs Deutsch zum Singen, weil du überhaupt keine, was ich, Vorbilder oder so hast. Ich meine, es gibt ja keine Leute, die was live an Deutsch singen. Vom Ricky Shane spielen wir, ich sprenge alle Ketten und sage nein, 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 nein. Das ist ein 67er, das ist sehr lustig. Das poppt viel, was in den 60er war einfach leibender als jetzt. Ich meine, jetzt ist es einfach zu ernst, das Ganze in Deutschland. Der Unterschied zu den vielen deutschen Gruppen, die derzeit spielen, ist das, dass wir live eigentlich eine Rock'n'Roll-Spaßband sind. Einfach, ich meine, eine Tanzband sind. UF ist einfach für mich richtig Rock'n'Roll, ja. Ich meine, was einfach Leute nicht nur von der Musik oder vom Kopf her bewegen, sondern das geht den ganzen Körper. Ja. Das gibt es in jedem Land und zu jeder Zeit. Nur manchmal ist es stärker. In den 70er Jahren hat es auch am Anfang des Touches gegeben. Ja. Oder man, Rockmusik ist nur gut, wenn es echt von Leuten kommt, die was auch zu Konzerten gehen und sich dort leibend auf.